In den letzten Clips haben wir euch schon die Gebäude jetzt hinter mir vorgestellt. Dieses Mal ist noch diese Seite dran. Angefangen mit dem Gebäude E21, dem Zentrum für Bioinformatik. Das ist, wie der Name schon sagt, gerade für die Bioinformatiker unter euch relevant. Da drinnen findet ihr noch weitere Übungsräume, weitere Lehrstühle und, besonders wichtig, euer eigenes Prüfungssekretariat. Des Weiteren findet ihr hier im Untergeschoss noch euren Computerraum. Direkt neben dem Zentrum für Bioinformatik habt ihr das Gebäude E22, den Günther-Hotz-Hörsaal, und den gucken wir uns jetzt mal von innen an. Der Namensgeber dieses Gebäudes, Günther Hotz, war einer der Pioniere der Informatik in Deutschland und war bis zu seinem Ruhestand hier an der Universität Professor. Der Günther-Hotz-Hörsaal ist der größte Vorlesungssaal unserer Fachrichtung. Normalerweise finden hier all eure Grundvorlesungen statt. Dieses Semester haben wir Glück, wenn es eine Übung ist. Direkt hinter dem Günther-Hotz-Hörsaal liegt eine Wiese, auf der könnt ihr zwischen den Vorlesungen ein bisschen entspannen. Auf der anderen Seite liegt dann das Hörsaalgebäude der Mathematik. Da drinnen befinden sich die Hörsäle, die ihr im Vorlesungsverzeichnis mit den Zahlen Römisch 1, Römisch 2 und Römisch 3 sehen werdet. Das letzte Gebäude, was auf dieser Seite dann für euch noch interessant ist, ist die gemeinsame Bibliothek der Mathematik und Informatik. Während ihr in der Bibliothek seid, könnt ihr eure Rucksäcke und Wertsachen draußen in den Schließfächern einschließen. Wenn euch zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, findet ihr hier ruhige Arbeitsplätze auf 3 Etagen. Alle Bücher, die im ersten Semester relevant sind, den sogenannten Semesterapparat, könnt ihr hier in der Bibliothek ausleihen. Wie zum Beispiel hier das Standardwerk für Programmierung 1. Hallo und willkommen in der Campusbibliothek für Informatik und Mathematik. Ich bin Simone Schulze aus der Bibliothek. Wie ihr schon gesehen habt, haben wir jede Menge interessante Bücher, Print, aber wir haben auch sehr viele Ressourcen online. Das heißt, das, was ihr hier im Gebäude nicht findet, schaut in den Katalog. Dort findet ihr alle E-Books, die für die Studierenden zugänglich sind. Darüber hinaus haben wir unter dem Punkt Course Reading Shelf die Literatur für die Vorlesungen zusammengefasst. Auch dort findet ihr wieder die Online-Links und die Print-Signaturen. Wir haben wieder geöffnet, täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr. Es stehen euch 60 Arbeitsplätze für Einzelarbeit zur Verfügung. Gruppenarbeit ist leider im Moment nicht möglich. Wenn es irgendwelche Fragen gibt oder ihr irgendwelche Informationen sucht, schaut auf unsere Homepage. Dort ist auch unsere E-Mail-Adresse zu finden. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß im kommenden Semester. Wenn ihr noch Fragen habt, kann euch an der Infotheke immer jemand aushelfen. So, das war's jetzt von dieser Seite des Campus. Ich wünsche euch viel Spaß mit den nächsten Videos.